In diesem Tipps und Tricks Video für dein Galaxy S22 Handy zeige ich dir, wie du das Multitasking-Menü umstellst, wie du zusätzlichen Speicher als RAM-Boost benutzt, wie du Smart Widgets erstellst und vieles mehr. Let's go! Wenn du Anstandsrestelasser, meinen Test zur Galaxy S22-Reihe, nicht verpassen willst, abonniere jetzt diesen tollen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du Bescheid bekommst, wenn die Videos online gehen. Die Tipps in diesem Video zeige ich auf dem Galaxy S22 Ultra, die gehen aber genauso gut auf dem S22 oder S22 Plus, welche mit One UI 4.1 laufen. Bis auf wenige Ausnahmen funktionieren die Tipps aber auch auf älteren Samsung-Handys mit Android 11 bzw. One UI 3. Nachdem wir das geklärt haben, gehen wir jetzt rein. Neun Android 12 ist ja Material U, das heißt, dass du, wenn du dein Wallpaper änderst, automatisch die Icons und Symbole in dem Betriebssystem an die Farben des Wallpapers angepasst werden. Dazu ziehst du zwei Finger zusammen, gehst auf Hintergründe und Stil, wählst dann ein Wallpaper aus deiner Galerie aus, klickst auf OK und kurz vor Schluss kannst du dann hier verschiedene Farbpaletten auswählen, die er aus dem Wallpaper erkannt hat, die er dann übernehmen soll. Du kannst dann auch hier, wenn du rechts diesen Haken setzt, auch die Palette auf die App-Symbole anwenden. Wie du siehst, ist jetzt alles blau gehalten, nicht nur das Wallpaper, sondern auch hier die Icons, das ist jetzt alles blau. Auch hier die Symbole in den Notifications sind blau. Das ist ja schon mal ganz nett. Wenn dir das aber nicht reicht und du sagst, du möchtest dein Handy wirklich tiefgreifend verändern, dann schau mal in den Theme Store. Dahin kommst du, wenn du zwei Finger zusammenziehst und dann auf Themes klickst. Jetzt bist du im Galaxy Theme Store und kannst hier verschiedene Themes dir anschauen, die dir gefallen. Hier gibt es die empfohlenen oder du klickst hier oben rechts auf Top. Dann kannst du ja nochmal sortieren nach kostenlos. Wenn du dann mal auf eins draufklickst, kannst du dir das hier in der Vorschau ansehen, wie das dann später aussehen wird. Also hier wird natürlich dann alles sehr stark verändert. Du siehst also nicht nur das Wallpaper, sondern auch die Icons, das Always-On-Display im Lockscreen, auch die Texte zum Beispiel in den einzelnen Apps hier, das ist die Telefon-App oder auch hier in der SMS-App, die ganzen Nachrichten, das sieht jetzt alles dann ganz anders aus. Wenn du das dann haben willst, klickst du einfach hier auf Download, Zustimmen und dann wird es runtergeladen. Dann klickst du auf Anwenden. Und schwuppdiwupp ist dein Handy in einem ganz neuen Design. Wenn wir jetzt uns die Quick Settings anschauen, ist jetzt alles so schwarz-blau. Und auch die Telefon-App sehen wir jetzt hier, wurde alles angepasst. Ja, und jetzt sieht dein Handy halt ganz anders aus. Wenn du es wieder rückgängig machen willst, gehst du wieder mit zwei Fingern in den Theme Store. Dann unten rechts auf Menü, meine Daten. Hier siehst du bei Themes schon Standard. Das wählst du einmal aus, klickst auf Anwenden. Und dann wird wieder alles auf den Ursprungszustand zurückgesetzt. Jetzt möchte ich dir zeigen, wie du diese App-Shortcuts ändern kannst. Und zwar habe ich nämlich bei mir hier links die CovePass-App eingestellt, weil ich die immer öfter mal brauche, um meinen Impfpass vorzuzeigen. Und rechts habe ich nur noch die Kamera. Wenn ich jetzt hier hochwische, wird automatisch meine CovePass-App geöffnet, nachdem ich den Lockscreen entsperrt habe. Somit kann ich viel schneller meinen Impfnachweis vorzeigen. Wie du die Apps hier veränderst, zeige ich dir jetzt. Geh zunächst in die Einstellungen und dann auf Sperrbildschirm. Dann scrollst du ganz nach unten zu Shortcuts. Und hier siehst du es schon, linker Shortcut und rechter Shortcut. Wenn du jetzt auf linker Shortcut klickst, kannst du hier einfach eine der Apps auswählen, die bei dir installiert sind. Ich habe hier die CovePass-App ausgewählt und dann wird die so übernommen. Bei rechter Shortcut funktioniert es genauso. Du kannst hier einfach eine App auswählen oder eine Quick-Setting-Funktion auswählen, die kein Entsperren erfordert. Zum Beispiel die Taschenlampe, Diktiergerät oder Taschenrechner. Wenn ich meine Notifications nach unten wische, dann habe ich hier sofort den Helligkeitsregler. Der ist standardmäßig da nicht zu finden. Wenn du den hier auch haben willst, zeige ich dir jetzt, wie du ihn bekommst. Und zwar wischst du einfach nochmal nach unten und dann gehst du hier auf die drei Punkte und dann auf Quick Panel Layout. Wenn du jetzt auf Helligkeitssteuerung klickst und immer anzeigen wählst, wird er dir immer angezeigt. Außerdem kannst du hier noch die anderen zwei Schaltflächen für die Gerätesteuerung und die Medienwiedergabe deaktivieren. Die haben mich immer gestört, deswegen habe ich die ausgeblendet. Und jetzt hast du ein viel aufgeräumteres Notification-Menü. Wenn wir schon bei den Quick-Settings sind, dann gibt es in Android 4.0 neu das Extra-Dimmen-Feld. Wird der Bildschirm nochmal ein Stück weiter gedimmt. Das ist vor allem nachts, wenn es sehr dunkel ist, nochmal ein bisschen angenehmer für die Augen, wenn du möchtest, dass der Bildschirm noch ein bisschen dunkler wird. Dieser Quick-Setting-Schalter ist bei dir aber wahrscheinlich noch nicht da, deswegen musst du den erst hinzufügen. Dazu klickst du hier auf Plus. Dann suchst du hier oben im Menü, bis du ihn findest und dann ziehst du ihn einfach runter in dein Quick Settings Menü. Bestätigst und jetzt ist er immer da. Kleiner Bonus-Fact, wenn du hier lange den Finger drauf gedrückt hältst, dann kannst du hier sogar die Intensität der Dimmung einstellen.
Das heißt, wenn wir jetzt den Regler hier nach rechts schieben und es dann aktivieren, wird der Bildschirm noch ein Stückchen mehr gedimmt, als wenn wir die Intensität wieder runterschrauben. Und derselbe Trick funktioniert auch bei der Taschenlampe. Wenn wir die normal hier aktivieren, dann leuchtet die einfach ganz normal. Aber wenn wir hier den Finger lange drauf halten, kommen wir auch zu einem Untermenü und können hier die Helligkeit der Taschenlampe sogar nochmals regulieren. Hier siehst du die unterschiedlichen Helligkeitsregelungen. Das ist auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied. Jetzt möchte ich kurz zu dem Sponsor dieses Videos kommen, dem Smartphone-Zubehörhersteller ESR. ESR bietet für die gesamte Galaxy S22-Serie interessante Hüllen an, um dein Smartphone zu schützen. Ich möchte vor allem zwei Cases für das Galaxy S22 Ultra vorstellen. Zum einen gibt es ein klassisches TPU-Case. Es ist durchsichtig und verdeckt nicht das tolle Design des S22 Ultra. Aber das ist kein billiges China-TPU-Case. Es ist deutlich robuster und steifer. Die Ecken sind extra verstärkt, um die Kanten zu schützen. Auch die Kamera wird etwas angehoben und dadurch geschützt. Noch besser hat mir aber das Case mit integriertem Kickstand gefallen. Wenn du diesen ausklappst, kann das Handy bequem seitlich oder hoch auf dem Tisch stehen. Außerdem ist das Case nochmal etwas robuster gebaut. Für die Kamera gibt es auch noch einen extra Protektor zum Aufkleben. Damit ist dein Galaxy-Handy doppelt geschützt. Das Zubehör ist nicht nur hochwertig, sondern auch günstig zu haben. Aktuell gibt es 15% Rabatt auf die Cases und wenn du den eingeblendeten Code an der Kasse verwendest, bekommst du nochmal 15% Rabatt obendrauf. Für den Preis und die Qualität sind die Cases auf jeden Fall empfehlenswert. Mir haben sie sehr gut gefallen. Den Link zu dem gesamten Zubehör findest du in der Beschreibung. Besonders nützlich finde ich ja das Always-On-Display bei den Samsung-Handys. Hier wird dir immer die Uhrzeit sowie Benachrichtigung angezeigt. Hast du dir aber auch manchmal schon gewünscht, dass das Always-On-Display noch ein bisschen heller leuchten würde? Das ist kein Problem, das kannst du nämlich auch ändern. Geh dazu in die Einstellung und dann auf Anzeige, scroll ganz runter und dann auf Always-On-Display. Wenn du jetzt hier runter gehst, siehst du hier den Punkt automatische Helligkeit. Wenn du den deaktivierst, kannst du die Helligkeit nochmal nach oben schrauben. Und jetzt leuchtet das Always-On-Display nochmal ein Stückchen heller. Wenn du standardmäßig zweimal schnell auf den Power-Button drückst, kommst du in die Kamera. Soweit so gut, du kannst es aber auch umstellen, dass du in eine andere App kommst oder eine Funktion auslöst. Wie das geht, zeige ich dir jetzt. Geh dazu in die Einstellung und dann runter zu erweiterte Funktion. Hier gehst du auf Funktionstaste. Jetzt sehen wir schon zweimal drücken Kamera Schnellstart oder App öffnen. Wenn wir das jetzt auswählen, werden uns alle Apps angezeigt, die wir auf unserem Smartphone installiert haben. Aber wir können zum Beispiel auch hier die Taschenlampe aktivieren, indem wir sie einfach auswählen. Und wenn ich jetzt zweimal die Power-Taste drücke, ist die Taschenlampe angegangen. Das finde ich einen sinnvolleren Anwendungszweck, denn die Kamera habe ich unten immer noch im Quick-Settings-Menü und kann sie immer noch so schnell starten. Du kannst auf deinem Android-Homescreen in OneUI 4.1 auch Smart-Widgets erstellen, wie man es von den iPhones kennt. Du denkst wahrscheinlich, das hier oben ist ein normales Uhren-Widget. Falsch gedacht. Wenn ich das hier durchwische, komme ich zu anderen Widgets, wie dem Kalender, dem Wetter, dem Datum, hier so ein Netflix-Widget und hier wieder die Uhr. Das ist ganz neu in OneUI 4.1 und ich zeige dir jetzt, wie du das einstellst. Wische zunächst mit zwei Fingern zusammen und gehe dann auf Widgets. Jetzt gehst du hier einfach auf Smart Widget und scrollst runter, dann suchst du dir eins in der passenden Größe aus. Es gibt hier ein kleines 2x2, dann gibt es hier ein 4x1, etwas breiteres und das größte, was ich da hatte, 4x2. Wenn du das willst, klickst du drauf und wählst Hinzufügen. Dann wird es jetzt auf deinem Homescreen platziert. Hier kannst du die Größe auch nochmal verändern. Aber wie konfigurieren wir das jetzt? Das ist ganz einfach, indem du deinen Finger einfach lange drauf drückst und dann auf Einstellung gehst. Hier findest du alle Widgets, die angezeigt werden sollen. Wenn du jetzt auf Widgets hinzufügen gehst, kannst du deine Widgets anpassen. Hier können wir jetzt noch ein neues hinzufügen, zum Beispiel jetzt Samsung Internet. Drücken wir mal auf Hinzufügen. Und wenn du eins löschen willst, gehst du einfach mit dem Finger lange drauf und dann siehst du hier, kannst du die einzeln markieren und dann auch einfach mit Entfernen löschen. Du kannst auch hier die Reihenfolge ändern. So, und wieder zurückgehen, wieder ein neues hinzufügen, zum Beispiel jetzt diese Google-Uhr, die ich da hatte. Dann gehe ich einfach hier, wähle die jetzt aus und dann kann ich sogar hier noch von den verschiedenen Vorlagen eins auswählen, nehme ich jetzt mal die. So, und dann gehe ich jetzt zurück und jetzt kann ich hier einfach durchwischen und habe verschiedene Widgets. Die Google-Uhr ist übrigens nicht vorinstalliert, die musst du dir aus dem App Store noch runterladen. Und so kannst du dir deine Widgets so konfigurieren, wie du es möchtest. Ich habe jetzt mal hier so ein paar beispielhaft erstellt. Da siehst du dann, was man so alles machen kann. Am besten finde ich aber das hier. Da kannst du einfach so durchwischen und kommst dann zu deinen verschiedenen Widgets.
Sehr nützlich sind auch die Seitenpaneele, die du mit einem Wisch von hier oben rechts aktivieren kannst. Aber was ist das genau? Damit kannst du einfach schnell auf irgendwelche Apps zugreifen. Wenn du jetzt den Browser möchtest, kannst du den so aufrufen. Wenn ich jetzt wieder reinwische, kann ich aber auch so schnell das Multitasking-Menü öffnen, indem ich jetzt einfach eine zweite App auswähle, wie den App Store. Noch interessanter ist es aber, dass ich die sogar so abspeichern kann. Wenn ich jetzt hier draufklicke, kann ich hier auf dieses Plus drücken und dann ist die so abgespeichert. Wenn ich jetzt mal das Ganze beende hier, indem ich das hier runterwische und dann wieder hochwische und dann in meine Seitenpaneele gehe, sehe ich hier rechts, wie ich meine Vorlage ganz einfach aufrufen kann. Und dann werden standardmäßig beide Apps sofort in einem Fenster geöffnet. Achte aber darauf, dass es überhaupt aktiviert ist. Dazu gehst du in die Einstellung auf Anzeige und dann geh nach unten. Und zwar bei Seitenpaneele muss dieser Haken hier aktiviert sein. Eine weitere versteckte Funktion, die die wenigsten kennen, ist, wenn du angerufen wirst oder jemanden anrufst, dass das Handy vibrieren kann, wenn der Anruf abgenommen wird. Dadurch hast du halt so ein haptisches Feedback und weißt, dass der Anruf jetzt angekommen ist, ohne dass du ständig aufs Display gucken musst. Das ist sehr nützlich, ich liebe diese Funktion, das bietet auch nicht jeder Hersteller und ich zeige dir jetzt, wie du es aktivierst. Geh einfach in deine Telefon-App und dann auf die drei Punkte hier oben rechts und dann auf Einstellung. Jetzt gehst du auf Anruferinnerung und Klingelton. Und jetzt siehst du schon bei Anruf vibrieren und bei Anrufende vibrieren, das aktivierst du einfach und das war's. Wenn du möchtest, dass dein Galaxy-Handy noch schneller entsperrt wird, kannst du die Animation deaktivieren. Wie das geht, zeige ich dir jetzt. Dazu gehst du wieder in die Einstellung und zwar diesmal unter biometrische Daten und Sicherheit. Jetzt klickst du auf Mehr Biometrie-Einstellungen und deaktivierst Entsperren Übergangseffekt anzeigen. Aber das war noch nicht alles. Wenn du jetzt auf Fingerabdrücke gehst, kannst du ja auch die Entsperranimation nochmal deaktivieren. Und jetzt geht das Ganze noch ein bisschen schneller. Jetzt nochmal ein Anfängertipp. Es gibt ja auch immer Leute, die ganz neu jetzt bei einem Samsung Galaxy Handy sind. Und zwar werde ich öfter gefragt, wie ich diese Wischgesten hier unten aktiviere. Das ist ganz einfach, ich zeige es dir jetzt. Geh in die Einstellung und dann auf Anzeige und dann scrollst du hier runter zu Navigationsleiste. Statt Schaltfläche wählst du jetzt einfach hier Streichgesten aus. Und jetzt kannst du hier von links und rechts immer zurückgehen oder von unten nach oben auf den Homescreen. Wenn du dein Handy gerne mit einer Hand bedienst, der Bildschirm aber zu groß ist, dann gibt es den Samsung One-Hand-Mode. Den aktivierst du, indem du ihn einfach runterwischst. Dann kannst du das Handy noch besser mit einer Hand bedienen. Wie du das aktivierst, zeige ich dir jetzt. Geh zunächst in die Einstellung, erweiterte Funktion und dann auf einhändiger Modus. Das kannst du hier oben erstmal aktivieren und dann ist es mit der Geste schon aktiviert. Wenn wir jetzt hier am unteren Bereich nach unten wischen, wird der Einhandmodus aktiviert. Du kannst ihn aber jetzt noch anpassen. Und zwar kannst du das Fenster, wenn du hier auf irgendeine Ecke gehst, das Fenster kleiner und größer ziehen. Ich habe es jetzt mal ganz klein gemacht. Außerdem kannst du noch die Position des Fensters variieren. Wenn du hier oben auf den Strich gehst, kannst du das Fenster nach oben oder unten schieben. So kannst du es wirklich genau an deine Handposition anpassen. Wenn du die linke Hand benutzt, kannst du mit dem Pfeil natürlich das Fenster auch auf die linke Seite verschieben. Wenn du einfach in die leere Fläche klickst, wird das Ganze deaktiviert. Jetzt zeige ich dir, wie du den internen Arbeitsspeicher mit RAM Plus erweitern kannst. Standardmäßig ist der auf 4 GB RAM Plus gestellt. Du kannst aber auch 8 GB auswählen. Dann hast du also noch mehr Arbeitsspeicher zur Verfügung. Theoretisch sollten dann Apps noch länger im Hintergrund geöffnet bleiben und du etwas mehr Performance haben. Geh dazu in die Einstellung und dann auf Akku und Gerätewartung. Dann gehst du auf Arbeitsspeicher. Und jetzt gehst du ganz nach unten zu RAM Plus. Jetzt wählst du einfach 8 GB aus, dann musst du das Gerät allerdings neu starten, bevor der Effekt in Kraft tritt. Ich nutze das schon die ganze Zeit, einen großen Effekt konnte ich jetzt da nicht feststellen, aber es ist natürlich schön, so eine Option zu haben und die nutzen zu können. Das ist übrigens ein Trick, der nur in One UI 4.1 funktioniert. Die Handys, alle neuen Galaxy S22 Modelle besitzen ja 5G. Wenn du aber keinen 5G-Vertrag hast oder das gerne deaktivieren möchtest, was dir meistens auch ein bisschen Strom spart, dann zeige ich dir jetzt, wie das geht. Geh dazu in die Einstellung und dann oben auf Verbindung. Dann gehst du auf mobile Netzwerke und jetzt kannst du hier bei Netzmodus auswählen 4G, 3G und 2G. Damit ist 5G deaktiviert und du wirst wahrscheinlich nochmal ein bisschen Akku sparen. So, wenn du bis hierhin durchgehalten hast, dann ist es schon mal sehr gut. Jetzt geht es aber hier aufs nächste Level und zwar zeige ich dir jetzt die absoluten Profi-Tricks.
GoodLock ist eine von Samsung eigens entwickelte App, mit der du dein Galaxy-Handy noch tiefgreifender personalisieren kannst. Und da wird es richtig wild. Du kannst die Navigation ändern, du kannst das Multitasking-Menü ändern, du kannst den App-Drawer ändern. Das ändert nochmal wirklich alles. Ich zeig dir das jetzt. Zunächst brauchen wir GoodLock. Das findest du im Galaxy Store. Den öffnest du und jetzt gehen wir oben rechts auf die Suche und geben dort GoodLock ein. Ich habe das hier schon mal gemacht, deswegen kann ich es einfach auswählen. Und jetzt wird dir hier GoodLock angezeigt. Wenn es dann installiert ist, gehen wir hier auf Öffnen. Und jetzt siehst du hier verschiedene GoodLock-Unter-Apps, die du auch einzeln installieren musst. Zunächst starten wir mit Home Up. Da klickst du einmal drauf, dann kommst du wieder in den Galaxy Store, installierst es wieder und gehst dann wieder zurück in GoodLock. Wenn du es installiert hast, dann kannst du hier draufklicken und es erstmal aktivieren. Und jetzt können wir zum Beispiel, wenn wir auf Homescreen gehen, zum Beispiel eine vertikale App-Liste aktivieren. Das ist hier bei App-List, da drücken wir einfach mal auf Aktivieren. Wenn wir jetzt auf unserem Homescreen von unten nach oben wischen, sehen wir, wie die Apps auf einmal vertikal angeordnet sind. Das ging vorher bei Samsung nie. Das kannst du dann auch, wenn du hier draufklickst, noch ein bisschen konfigurieren. Hier kannst du dann auswählen, wie viele Reihen angezeigt werden sollen, 4, 5 oder 6. Da kannst du also dann nochmal ein bisschen rumspielen. Auch interessant ist der Task Changer. Hier kannst du auswählen, wie dein Multitasking-Menü aussehen soll. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier nach oben wische, habe ich so ein klassisches iPhone-Multitasking-Menü. Das gefällt mir tatsächlich ein bisschen besser. Und das habe ich hier bei GoodLock eingestellt, indem ich Stack ausgewählt habe. Normal ist ja hier Liste, aber es gibt zum Beispiel auch noch Grid. Da hast du zum Beispiel so eine große Übersicht. Dann die vertikale Liste, das ist dann nochmal ein bisschen kleiner. Oder so eine komplett geschrumpfte Slim-List. Auch interessant bei HomeUp ist der Share-Manager. Wenn wir da drauf gehen, können wir einstellen, welche Kontakte und Apps uns im Teilmenü immer angezeigt werden sollen. Dazu gehen wir hier auf Add Favorite Direct Share. Und jetzt wählst du einfach einen Kontakt aus und gehst wieder zurück. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Foto teilst, klickst du hier auf das Symbol und dann kommt dieses Quick Share Menü. Da wird jetzt immer standardmäßig dein voreingestelltes Symbol angezeigt. Du kannst die Apps aber hier unten auch noch konfigurieren, welche da angezeigt werden sollen. Und zwar wischst du ganz nach rechts und klickst dann auf Mehr und dann hier auf Bearbeiten. Und jetzt wählst du einfach die Apps aus, die dir immer angezeigt werden sollen. Twitter, Gmail und WhatsApp zum Beispiel. Gehst zurück und jetzt siehst du hier die unten zum Beispiel schon angezeigt. Das ist auch sehr nützlich. Und zum Schluss habe ich jetzt noch einen Bonustipp für dich, den besten wirklich von allen. Und zwar kannst du, wenn du die Wischgesten aktiviert hast, unter Samsung auch noch die seitlichen Wischgesten konfigurieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal runterwische, komme ich hier auf meine Notifications. Wenn ich jetzt hier hochwische, wird ein Screenshot gemacht. Und wenn ich von der Seite lange wische, komme ich ins Multitasking-Menü. Das alles geht mit One Hand Operation Plus in GoodLock. Dazu gehst du hier unten auf Family und dann auf One Hand Operation Plus. Das musst du natürlich dann auch wieder installieren. Wenn es getan ist, aktivierst du es erstmal hier oben und dann kannst du dir hier unter linker Pfeil und rechter Pfeil deine Wischgesten so konfigurieren, wie du es möchtest. Du kannst dir wirklich alles einstellen, was, wie, wann, wo aktiviert werden soll. Ich habe es unterteilt in kurzes und langes Streichen. Wenn ich nach rechts wische, gehe ich zurück. Wenn ich diagonal nach oben wische, wird die vorige App geöffnet. Und wenn ich diagonal nach unten wische, komme ich wieder in mein Home-Menü. Das lange Streichen habe ich dazu auch noch konfiguriert. Wenn ich nach rechts wische, komme ich auf die aktuelle Anwendung. Wenn ich diagonal lange nach oben wische, wird ein Screenshot gemacht. Und wenn ich lange diagonal nach unten wische, komme ich zu meinen Benachrichtigungen. Du kannst es aber hier konfigurieren, wie du willst. Es gibt hier 1000 Einstellungen. Du kannst den einhändigen Modus aktivieren, die Seitenpaneele anzeigen lassen, Quick Settings öffnen, das Handy leiser und lauter machen. Hier sind dir wirklich keine Grenzen gesetzt. Mit blau markiert siehst du an der Seite dann, wo das Feld ist. Wenn du jetzt wieder einen Schritt zurückgehst, dann kannst du sogar hier die Bereiche nochmal anpassen. Du kannst den hier kleiner oder größer machen. Du kannst hier die Größe direkt von der Länge verändern und du kannst auch die Position nach oben oder unten bewegen. Konfiguriere dir das einfach so, wie du es gerne benutzt, damit du das Handy am einfachsten benutzen kannst. Ja, und jetzt ist die einhändige Bedienung sogar noch einfacher. Ich wische hier einfach hoch und runter, kann so einen Screenshot erstellen, öffne einfach mal Apps. Und wechsle einfach so zwischen zwei Apps im Handumdrehen. Das ist für mich die beste GoodLock App, die solltest du auf jeden Fall mal ausprobieren. Die heißt One Hand Operation Plus. Und das waren auch schon meine besten Tipps und Tricks für One UI 4.1. Welcher Tipp hat dir am besten gefallen? Schreib's mir in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch, um mich zu unterstützen.
Falls du meine Galaxy S22 Tests nicht verpassen willst, kannst du jetzt auch gerne diesen tollen Kanal kostenlos abonnieren, damit du nichts mehr verpasst. Folg mir auch auf Social Media für mehr Wahnsinn und Behind the Scenes. Alle Links sind in der Beschreibung. Jetzt kannst du dir hier links mein Review zum Galaxy S22 Ultra anschauen oder klicke hier rechts für ein weiteres One UI 4 Tipps und Tricks Video. Ja, los, klick drauf. Da gibt es noch mehr zu entdecken. Ja.